Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe gerade voll Entenpelle. Oh ja, echt? Weil ich mega aufgeregt bin. Jetzt die Abholung vom Auto. Meine Karte, womit ich gestern die Abholung der Felgen gedreht habe. Die steckt gerade in der Kamera, die das jetzt filmt. Ich hoffe, die Datei ist gleich noch da. Sollte sie nicht da sein, wer mir bei Instagram folgt, hat es schon gesehen, wir haben da Felgen drauf. Die sind aktuell aber erstmal nur zur Probe. Das ist eine ATS GTX 10x19 Zoll. Die ist halt nur so lange drauf, bis die fertige Felge, die da mal drauf kommen sollte, fertig zu Ende produziert ist und getüfft ist. Nur damit ihr das auch schon mal so ein bisschen gehört habt. Ich habe René dafür eine Farbnummer gegeben, weil wir wollen ja so ein bisschen, wir haben ja hier Sichtcarbon gelassen, das haben wir ja schon verraten, ne? Wir haben Sichtcarbon gelassen, das heißt, ich habe mit dem Farbscanner die Farbe gescannt und habe einen ähnlichen Farbton nochmal selber nachgemischt und habe René die Farbnummer gegeben, damit die Felgen auch so lackiert werden. Die Felgen hat René eben mitgebracht, er musste die ganze Zeit vorne warten. Wir haben sie raufgebaut, aber beim Transport auch ein Lack. Beim Transport ist eine Macke. Die hat er gestern frisch abgeholt. Ja, aber ja, nicht ärgern, ne? Weil wie gesagt, kommt ja neu. Ja. Die können wir noch mal ein bisschen annebeln oder sowas, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Oder ich habe eine andere Idee dafür. Auf jeden Fall ist schon eine Macke drin, aber ne, mit Lack können wir alles immer wieder ausbessern. Komm René, wir zeigen dir mal schon mal ein bisschen Farbe. Hier hinten guckt was raus, habe ich gerade gesehen. Da guckt jetzt eine Stelle raus, wo René gesagt hat, das möchte ich auf keinen Fall. Aber sie sitzt nicht an der Position, wo du sie nicht haben wolltest. Fällt dir das auf? Ja, das fällt mir auf. Hier ist nochmal Johnny, derjenige, der das ganze Auto zusammen und demontiert, montiert. Ne, kennt ihr aus den anderen Videos. Damit ich jetzt gleich das Auto erstmal nur von vorne sehe quasi, ziehen die beiden das jetzt einfach mal ab. Ich bin echt gespannt. Bitteschön. Nicht so schnell, Johnny, ne? Wir wollen nochmal gucken, ob er Gänsehaut kriegt. Oh, guck mal hier. Oh. Diese Ecken, das ist mein Albtraum. Oder was hast du, Dui? Ne? Da hast du vorhin schon gegengepischert, ne? Das ist geil, ne? Ja, ist das gut? Ist das gut gemacht? Jetzt komm. Oh, stopp mal, so. Ist schon? Sieht so schon brutal aus. Hast gedacht, bekommst du ein Streifenhörnchen, nachdem du die ganze Folie gesehen hast, oder? Ich habe mir schon fast gedacht, dass das mit dem Carbon, also dass das dem Carbon nachempfunden ist, dass das die, ne? Genau, ich wollte jetzt kein Carbon. Hätte ich auch machen können, dass ich quasi immer so plotter, ne? Aber das wäre wieder so wie so ein Carbon-Folien-Imitat, das wollte ich nicht. Ich wollte aber, dass diese Farbe auftaucht und ne, das geht ja mal ins Hell, Dunkel, das heißt, hier ist schwarz drin. Hier auch wieder, ich habe quasi den Farbverlauf, wo du ja gesagt hast, den kannst du machen, musst du aber nicht. Stand nämlich drauf, ist nichts, die Überlegung war, quasi von hier dunkel auf hier hinten in Wagenfarbe auslaufen lassen. Diesen Farbverlauf habe ich in dieser Carbon-Farbe gemacht. Guck mal hier, im Schatten sieht das so aus. Und wenn die Sonne reinscheint, und das tat sie die letzten Tage ab und zu mal, ne, dann ja, kommt das. Verstehe. Und hier vorne ist es kräftig und nach hinten läuft es in schwarz aus. Also hier ist tief schwarz und auf dem Dach genauso. Vorne kräftig. Hier ist der Übergang ganz weich ins Schwarz. Also ich halte einen Farbverlauf drin, aber in der zweiten, in der Carbonfarbe, sag ich jetzt mal. Weil Heckspoiler und die ganze Heckpartie ist ja alles tief schwarz. Deswegen habe ich ihn hier komplett auf schwarz ausfaden lassen. Hier schwarz rum, auch im Heckteil. Siehst du, Heckscheibe ist hier schwarz im Glas, auch hier ist sie tief schwarz. Ja, man sieht halt die Grafik, die ist so tief drin, ne, optisch. Und das, was du jetzt noch so siehst, da sind noch so ein paar Linien. Ne? Also das ganze Auto muss ja noch mal 5-6 Wochen hierher, weil wir haben jetzt keinen Finish gemacht. Da sind auch Staubpickel drin, da sind auch 1-2 Läufer drin, weil man will ja immer ein bisschen mehr Klarlack drauf machen, damit man schön Futter hat zum Schleifen. Deswegen das Auto, muss jetzt der ganze Klarlack muss erstmal Lösemittel raus, weil wir haben ja jetzt Schichten. Also wir haben da. Der ist ja erst weiß lackiert, dann ist ja PCP drauf mit mehreren Schichten Klarlack. Das Design ist drauf, dann ist da richtig dick Klarlack drauf und wieder geschliffen. Also immer, ich glaube, das Auto jetzt insgesamt, ich kenne die Form schon blind auswendig, das Auto jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Mal geschliffen. Man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt gerade neu auf dem Kanal sind und noch nicht genau wissen, was PCP ist. PCP ist ein selbstentwickelter Lack von Denny, den du wieder abziehen kannst. Ist ein Steinschlagschutz, aber auf Wasserbasislack, rein theoretisch, ja, ne? So auf kurz. Praktisch auch. Praktisch auch. Es ist eine Lackierung, es ist eine echte Lackierung, aber genau. Mit echtem Lack. Den man abziehen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi ein Design und einen Steinschlagschutz oder Kratzschutz in einem. Und den kann man halt auf den Finish bringen, dass wir wirklich Klavierlackoptik haben in 6 Wochen. Dann bekommt er auch eine Keramik, dass er halt nicht so anfällig ist für diese Mikrokratzer und dass er leicht zu reinigen ist. Ja. Und was du jetzt noch hier so siehst, du siehst teilweise noch, ne, von der Form. Ich bin an manchen Stellen, ich denke mal, ich bin überlegen, wenn das gesagt ist, dass ich das Dach nochmal schleifen werde,
es markieren sich so ein paar Rillen. Ja. Das werde ich nochmal schleifen und wahrscheinlich nochmal Klarlack machen, weil dann ist alles schön gesackt. Mhm. Dann kommt nochmal zwei schöne dünne Schichten Klarlack drauf und dann ist das Ding wirklich spiegelglanz. Ich muss sagen, dass ich echt Angst hatte, weil ich weiß, dass Danny Perfektionist hoch 10 ist. Er weiß ganz genau, was er tut. Aber jeder Mensch hat so ein bisschen seinen eigenen Geschmack. Und umso länger die Tage verstrichen sind, umso mehr Angst hatte ich, dass das nicht meinem Geschmack entspricht. Aber es ist echt cool geworden. Mega, wirklich geil. Auf den einen Wurf hatte René, den du bekommen hast zum Schluss, war halt das Orange hier unten durchgezogen an dieser Kante. Mhm. Und da hat René in der Sprachnachricht gesagt, unten Orange bitte komplett weglassen, mache ich nicht. Aber wir hatten gesagt, wir machen den Schweller schwarz. Und ich fand das halt geil, weil überall taucht diese 45 Grad Winkel auf. Deswegen habe ich auch hier diesen Streifen nochmal reingemacht. Auf dem Dach, auf der Haube taucht das überall auf. Dann sind auch hier diese Formen drin. Ne? Hier ist es breiter, das läuft hier zusammen. Also mir war wichtig, dass das Design nicht durch Folien, was viele machen, ne, da wird eine Folie draufgeklatscht und dann wirkt die Folie als erstes. Ja. Für mich war wichtig, dass einmal dieser Street Kit hier gut sichtbar ist, dass das nicht durch irgendwelche Formen oder Grafiken, dass das ganze Auto verfremdet wird, sondern ich wollte eigentlich, dass drei Sachen miteinander wirken. Also einmal das Kit, die Lackierung und die Grundform von dem Auto. Na, dass das alles miteinander zusammenspielt und nicht irgendwie verwürfelt ist, indem man einfach hier so ein fettes Design rüberklatscht und das Design wirkt. Oder ja. Also mir war wichtig, dass alle drei Sachen miteinander harmonieren. Und dass man alles miteinander sieht und gar nicht sagen kann, boah, geil, ne? Das ist, ja, das ist so ein Zusammenspiel, so eine Harmonie, genauso wie hier. Ne, auf deinem ersten Entwurf war ja auch der orangene Streifen drin, ne? Und hörte dann auf. Ich wollte aber, weil du gesagt hast, der Spiegel noch orange, ich wollte, dass diese Linie weitergeht. Deswegen, ne, der Streifen hier, orange, zieht sich hier durch. Taucht dann hier wieder auf. Das heißt, ich habe alle Formen irgendwo betont und aufgenommen. Würde das deiner Meinung nach designtechnisch auch noch gut aussehen, wenn ich die Spiegelkappe austausche in eine Carbon-Spiegelkappe? Ist ja mal Geschmackssache. Aber ich finde es jetzt, also ja, ich würde es nicht machen. Okay. Weil, ne, jetzt wenn du seitlich guckst, guck mal von hier. Ne, das ist halt bei mir wichtig. Der Streifen geht hier vorne los, irgendwie so, ne, so unterbrochen hier. Dann hat er ja hier diese Form aufgenommen, diese, ne, diese typische Form wieder von der. Von dem Altinger TCR-Rennkit, geht er hier los und zieht sich einmal durch, so eine lange Linie. Denn die 17, Nummerntafel war René auch ganz wichtig. Ja. Die war vorher auch so ausgefadet und sowas. Das wolltest du nicht. Und ich habe das typische Nummerntafel-Teil genommen, weil wenn du drauf guckst, der schwarze Rand ist da. Siehst du das? Ja. Das habe ich im Design, ist diese schwarze Umrandung, wie sie typisch ist, da. Mhm. Aber halt auch in der Sonne auf den zweiten Blick. Ja, krass. Das finde ich immer halt geil, wenn du drauf guckst. Guck mal hier. Wenn du rauf guckst, dass du so Sachen entdeckst und das ist halt auch mit Folie nicht möglich. Ne? Folie ist entweder, nimmst du eine silberne Folie und druckst digital drauf. Das heißt, es ist überall Silber, aber dieses mit Effektfarben und Unilacken, das kann halt keine Folien. Das war mir auch wichtig, dass man sagt, okay, das ist eine Lackierung, dass man sie abziehen kann, weiß ja im ersten Moment keiner. Ne? Ja. Weil in so einer Qualität gibt es halt keine Folie oder irgendwas. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich... Vorne sieht der biestig aus, ne? Ja. Weil dieses, also ne, das war das Schlimmste für mich, dieses Abkleben da drinnen und oh. Ja, das glaube ich. Weil René sagt auch, um es einfacher zu machen, kann man hier das Schwarze einfach durchziehen, ne? Aber das wäre so einfach gewesen. Und einfach gibt es ja nicht. Mhm. Sondern ich will auch, dass mir das gefällt, auch ne, hier ist so schwarz-orange, dann geht es hier ganz spitz los, wird breiter, das weiß, das fiel mir ja gestern noch ein. Oder gestern? Vorgestern? Mit der Motorhaube, die hast du gestern nochmal gemacht. Ja, gestern. Aber jetzt stand die dann, ich weiß nicht, die Tage verschwimmen schon mittlerweile. Dann hing die Haube so vor mir und denke ich so, kurz und klar lag, nee, da muss man was hin. Weil hier habe ich ja auch alles schattiert. Mhm. Ne, nochmal, weil teilweise waren so Carbonstellen, die nicht so schön aussahen. Also habe ich die dann auch mal schwarz anlasiert, weil das, ich weiß, das wusste ja auch das Grill. Ne? Also ich habe alles so ineinander gefadet, dass das wirklich alles, ne, hier schwarz, dass das so zusammenpasst. Das Weiß läuft hier spitz aus, geht hier über. Hier geht es hier ganz spitz los, zieht sie nach hinten durch. Ja. Weil ich wollte hier kein Weiß haben in der Linie, weil das könnte auch diese Linie sein, weil das Dach selber auch keine Konturlinie hat. Ne? Und deswegen habe ich das alles unterbrochen. Und das sind so Sachen, die sind teilweise über Nacht entstanden, dass ich dann wirklich nachts wach geworden bin und denke so, ey, da muss noch was hin. Auch diese weiße Linie, die habe ich, glaube ich, vorgestern erst gemacht. Mhm. Das war auch so, das sah für mich unfertig aus. Und dann so kommt der Schatten jetzt auch geiler, ne? Sagt die am Anfang, dass die 17 so
quasi jetzt gefühlt darunter rauskommt. Mhm. Trotzdem ist das nicht so dieses typische Airbrush. Oder ich habe das zwar mit der Airbrush gemacht, aber ne, bei Airbrush denken die immer alle Delfine im Sonnenuntergang und sowas. Und das ist halt, hier ist die Airbrush nur für Schattierung genommen und alles andere, ja, der Form nach empfunden. Ja. Ne, und das war ja die Hauptfarbe. Wir mussten erstmal sauber machen, damit wir die Farbe hier erkennen. RAL 2009, Orange. Das war René wichtig, dass sie auftaucht. Ja, so zieht sie jetzt halt alles irgendwie durch. Ne? Und halt diese, was ich geil finde, immer, es ist ja alles so 45 Grad gewinkelt. Ja. Deswegen habe ich auch diese Form aufgenommen. Diese Schwellerform noch. Ja, mega. Damit kannst du leben, oder war das jetzt, wo du das... Nee, finde ich... Weil du sagtest ja, auf dem gepixelten Bild, was ich gepostet habe, ja, hast du irgendwas entdeckt, was dir nicht gefällt. Genau. Was war das? Ich dachte, dass du die durchgezogen hast. Ja. Da hatte ich Angst. Hm. Deswegen habe ich die Story auch nicht geteilt. Hast du nicht? Habe ich nicht. Habe ich nicht, nee. Sonst teile ich immer jede Story blind, die habe ich nicht gemacht. Damit wir das Video nicht zu lang in die Länge ziehen oder unnötig in die Länge ziehen, heute ist Sonntag, am Dienstag geht bei Danny auf den Kanal. Ihr habt gefilmt, wie das Design entstanden ist, ne, was du gemacht hast, wie du lackiert hast und so weiter. Also wir haben mehrere Steps gemacht. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich mehrere Teile geben. Mhm. Das seht ihr bei mir auf dem Kanal. Ich weiß nicht, in 2, 3 Teilen. Gucken wir mal. Also das geht Dienstag bei mir los. Ich packe den Link zu Dannys Kanal. Könnt ihr gerne ein bisschen für die Liebe, die er in dem Auto gelassen hat, könnt ihr, wenn ihr Bock habt, weiterhin fachlich von ihm was zu sehen, könnt ihr ihm ein bisschen Liebe auf dem Kanal dalassen. Unten packe ich den Link in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ich kriege schon wieder einfach Gänsehaut. Vielen, vielen Dank für deine brutale Arbeit, die du geleistet hast. Wir sehen uns spätestens in 4 bis 6 Wochen wieder. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Dann wird nämlich noch einmal gefinisht. Die eventuellen Lackpickel kommen weg, die Läufer kommen weg. Eventuell kommt noch eine Keramikversiegelung drauf. Das ist dann halt das Finish von dem Auto. Aber der Lack, Klarlack und so weiter, das muss ich halt alles ein bisschen setzen noch. Und deswegen erst in 4 bis 6 Wochen oder 8 Wochen. Was schätzt du so grob? Also ich sag mal 5, 6 Wochen, dann ist er wirklich schön hart. Genau. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt noch brauchst, was da noch alles passiert. Hinten drin sind noch die Sitzschalen. Die habe ich jetzt auch noch lackiert. Vielen, vielen Dank. Ich habt ihr in einem der Videos gesehen, meine Recaros hinten bei Carbonveredelung in Hamburg in Carbon beziehen lassen. Und die Sitzschalen hinten, die sind halt matt schwarz gewesen in einem Plastik, was fast unlackierbar ist, hat mir jeder gesagt. Ich sag Danny, kriegst du das hin? Er sagt, selbstverständlich. Aber das mache ich dir, wenn ich Zeit habe. Ich sage, tu mir bitte einen Gefallen. Ich brauche das Auto zusammengebaut vorgestern. Ich brauche diese und ich habe nicht damit gerechnet, dass du sie überhaupt noch. Und als ich heute die Story gesehen habe, da bin ich echt glücklich geworden. Ja, gut. Er ist glücklich geworden, als ich gesehen habe, dass ich Seitenschalen lackiert habe. Aber ja, guck mal, Seitenschalen grinst er. Also gut. Ja. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zugucken. Vergiss nicht zu abonnieren. Geht jetzt die Tage auch definitiv noch weiter mit dem Golf. Ist ja nicht 100%ig perfekt und fertig. Ne? Also da muss noch einiges gemacht werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Tschüss.